gerade am Setting, wir schuppen gerade Blaubeeren und wir möchten hier Nebel hinzufügen. Allerdings keinen normalen Nebel, der sich hier einfach in der Luft verteilt, sondern ich möchte ihn relativ bodennah haben. Wir haben hier zwar eine Bodennebelmaschine da, aber ich zeige euch jetzt einen ganz, ganz einfachen Trick, wie wir bodennahen Nebel auch mit einer ganz stinknormalen Nebelmaschine bekommen. Und zwar habe ich hier einfach eine Flasche aufgeschnitten. Ja, es muss kein 7-Up sein, logisch. Irgendwas, was rund ist und wo man Dinge hin, reinfügen kann. Und hier haben wir einfach Eiswürfel reingemacht. So, ich stecke jetzt hier die eine Öffnung hier dran, auf der anderen Seite ist auch noch eine Öffnung. Der Nebel geht durch die Eiswürfel durch und bleibt so am Boden und wird schwerer. So. Here we go. Und schon haben wir fancy Bodennebel.